Achso, der Pool kommt hier hin. Und hier der Pool-Chair, der Stuhl. Und dann hier ist kein Platz. Ah. So. Ah, ich bin hier im Freibad und genieße den Tag. Ich habe aber ein bisschen Angst vor Ricky, dem Zwillingsbruder von Icky. Denn Leute, der plant immer irgendwelche bösen Sachen. Beim letzten Mal hat er Baby-Ikline entführt. Und ich, Miraculous Ladybug, musste dafür ins Gefängnis gehen. Total doof. Okay, ich glaube, ich habe hier genug entspannt. Ich glaube, ich sollte jetzt langsam mal zu Icky laufen. So. Ach, und ich sollte euch noch etwas ausrichten. Und zwar sollt ihr den Kanal hier abonnieren und rechts daneben auf die Glocke drücken, damit ihr ein Teil der Icky-Army werdet. Und danach solltet ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ganz genau. Das sollte ich euch von Icky ausrichten. So, und jetzt, apropos Icky, wir müssen den mal finden. So. Tschüss. Jetzt müssen wir irgendwie Icky finden. Wo könnte der denn sein? Entweder der ist zu Hause oder der ist hier vorne irgendwo. Ich frag hier mal rum. Denn wir müssen ihn warnen. Sein Zwillingsbruder Ricky, der ist ganz böse. Der macht immer verrückte Sachen. Okay. Ihr habt das ja auch gesehen im letzten Video, oder? Oder im vorletzten. Wie er einfach Ickyline entführt hat. Die Baby-Ickyline. So, wir fragen da drüben mal. Leute, ignoriert ihr mich immer noch? Leute, ignoriert ihr mich noch? Haha, wir ignorieren dich nicht mehr. Das war nur ein Streich. Icky hat sich das ausgedacht. Ihr wart echt gemein gestern. Aber ich wollte euch fragen, wo Ricky ist oder Icky. Weißt du, wo einer von den beiden Zwillingen ist? Icky ist zu Hause. Wo Ricky ist? Keine Ahnung. Okay, dann muss ich wohl Icky zu Hause besuchen. Wir sollten uns mal lieber beeilen. So, wir laufen einfach hier rüber. Und wir fragen Icky einfach mal, ob er weiß, wo Ricky ist. Das ist nämlich total gefährlich. Wir müssen Ricky unbedingt stoppen, Leute. Okay, da ist der alte Jenkins jetzt ein bisschen verrückt. Wir gehen aber trotzdem erstmal zu Icky. Ich sag's euch, Leute. Die Fruit Hoops sind wirklich die leckersten, schmeckersten Cornflakes der ganzen Welt. Schaut euch mal an, wie die aussehen. Dieser Vogel da drauf, der sieht so cool aus. Und schaut mal diese Ringelchen. Oh, die sind so bunt. Lecker! Ich könnte die den ganzen Tag essen. Nom, 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 nom. Ah, die sind so köstlich. Oh, hat die Tür gerade geklopft oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich glaube, ich habe mir das eingebildet, oder? Ich gehe lieber mal hoch zu Baby Ickeline. Die Tür hat auf jeden Fall geklopft, oder? Ich höre es klopfen. Oh mein Gott, das klingt ja total gruselig. Wer könnte an der Tür sein? Mitten am Tag. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ich bin's, Ladybug! Hallo, Ladybug, Kleine! Was ist los? Icky, du hast mich ja verhaftet, weil du dachtest, ich bin es gewesen, der Baby-Ickyline entführt hat. Aber es war dein Zwillingsbruder Ricky! Mein Zwillingsbruder Ricky? Spinnst du? Das war der gar nicht. Der ist die ganze Zeit mit Peach unterwegs. Ach ja? Dann verrat mir doch bitte mal, wo sich Ricky jetzt gerade aufhält. Du weißt es bestimmt nicht. Natürlich weiß ich das. Der ist, warte mal kurz hier. Bleib einfach hier stehen. Ricky müsste doch hier vorne sein, im Basketballplatz. Oder irre ich mich? Da vorne ist er doch. Ja, die haben da gestern ein Picknick gemacht. Mensch. Hä? Ricky? Oh oh. Wo ist Ricky? Peach? Prinzessin Peach und Ricky? Die beiden haben sich doch getroffen. Wo stecken die denn jetzt? Oh oh. Der Picknickkorb ist hier doch. Die Milch wurde nur halb ausgetrunken. Und hier ist noch der Picknickteppich. Das bedeutet, die sind gegangen, bevor sie den Picknick... Oh oh. Irgendwas ist hier passiert, Leute. Dann nehme ich mal die Sachen hier selber mit. So. Irgendetwas Merkwürdiges passiert hier. Miraculous Ladybug! Du hattest recht, irgendwas stimmt hier nicht. Die sind verschwunden. Miraculous Ladybug! Schnell! Ich muss mich beeilen. Du hattest recht, irgendwas stimmt nicht, Ladybug. Ich hab's dir doch gesagt, Icky. Geh mal zu Rickys Versteck. Das ist da drüben, da wo er mich das eine Mal entführt hat, wo wir uns dich getrollt haben. Okay. Du
Bleibst hier bitte bei Baby Iglina und passt auf sie auf, okay, Ladybug? Es gibt niemanden, den ich das mehr vertrauen kann als dir. Du bist die vertrauenswürdigste Person und außerdem bist du auch eine Superheldin. So, und die Sachen legen wir jetzt aber mal hier rein. Und wir suchen jetzt erstmal Ricky. So, Leute, jetzt wird's richtig spannend und aufregend. Ihr müsst jetzt alle dem Video einen Daumen nach oben geben, damit wir Ricky, meinen bösen Zwilling, finden, okay? Zusammen können wir es schaffen. So, ganz vorsichtig hier langlaufen. Hier am Entchenpool vorbei. Huh, was ist das denn? Eine Nacktschnecke. Hallo. Ah, sie bewegt sich. Oh mein Gott, Leute. Nacktschnecken darf man nicht anfassen, sonst wird die Hand zu glibberig. Boah. Oh Leute, ich bin auch so müde. Ich habe so wenig geschlafen. Oh oh. Schaut mal da drüben. Was ist das für ein riesiger Bunker? Das gehört doch Ricky, oder nicht? Wohnt der da? Okay. Wir müssen mal ganz vorsichtig hier langlaufen und gucken, was hier abgeht, okay? Sollen wir durch die Vordertür gehen? Wenn ich durch die Vordertür gehe, dann sieht mich Ricky. Gibt es hier noch einen anderen Eingang? Da oben ist ein Loch. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ich durch die Vordertür gehe, dann sieht er mich doch. Okay, wir machen das anders. Wir bauen hier diesen Baum einfach ab. Wir müssen uns beeilen. So, schneller! So, jetzt haben wir hier 2 Holz. Aus diesen beiden Holz machen wir 8 Holz. Und jetzt bauen wir uns einfach hier hoch. So, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben uns jetzt hier hochgebuddelt. Jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig reinlunzen, ohne dass uns Ricky sieht. Hahaha, ich hab dich gefangen! Nein! Lass mich gehen! Ricky wird mich befreien! Haha, niemals! Du bist um Lava umzingelt! Oh mein Gott! Moment mal, ist das Ricky da unten? Ich sehe nur seine Badehose. Das muss er sein. Der sieht so aus wie ich. Und da ist Prinzessin Peach. Und die ist damit so viel Lava. Oh mein Gott, schaut mal, Leute, wie viel Lava da ist. Wisst ihr, was Lava ist? Das ist total gefährlich und heiß. Oh nein! Ricky hat etwas Doofes geplant. Ich werde gleich zu Icky gehen. Er will gleich zu mir gehen. Okay, Leute, wir müssen schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Ich habe eine Idee. Passt auf. Wir laufen schnell zu mir nach Hause. Und holen mal ganz schnell Equipment. Und wir bauen Ricky einfach eine Falle, damit er da reinfällt. Das ist eine gute Idee. So können wir Ricky fürs Erste aufhalten. Los, 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 los. Wir müssen Ricky eine Falle bauen. Ein riesiges Loch buddeln. So, schnell, schnell, schnell. Ungefähr hier entlang. Zack, zack, zack. Wo ist unser Haus? Da vorne. So, und hier nehmen wir jetzt einfach diese Kiste und... Ja! Wir haben hier Sachen. Perfekt! Okay, ich habe hier eine Diamant-Pickaxe, eine Diamantschaufel und sogar eine Schere. Und jetzt müssen wir hier irgendwo einfach ein Loch buddeln. Am besten hier. So, wir bauen hier einfach eine Grube. So, perfekt, Leute. So, die muss auch noch richtig tief werden, Leute. Damit Ricky hier auf jeden Fall nicht wieder rauskommt. Okay, dann nehmen wir jetzt die Diamant-Pickaxe. Reicht das schon? Ist das schon tief genug? Das sollte tief genug sein, Leute. Das reicht. So, perfekt. Ricky, der Fiesling, der hat einfach Baby-Iglina im letzten Video entführt. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist Miraculous Ladybug gewesen. Dieser Fiesling. Haha, aber jetzt werde ich ihn auf jeden Fall hier erstmal reinlegen. So, perfekt. So, und jetzt nehmen wir die Schere. Und passt auf, wie wir das machen, Leute. Wir nehmen hier einfach ein paar Blätter. So, wir haben genug. Und jetzt machen wir hier das einfach zu. Sodass, wenn Ricky hier langläuft, er nicht mehr rauskommen kann. So, wenn man jetzt hier langläuft, Leute, fällt man da runter. So, sollen wir es probieren? Ah, da fällt man da runter. Perfekt. Und Ricky ist dann für immer gefangen. So, jetzt müssen wir nur noch hier rum die Ecke laufen.
Und abwarten, okay? Ganz vorsichtig. Warten, warten, warten. Tschüss. Tschüss. Ah! Jemand ist runtergefallen. Oh mein Gott. Hat die Flalle zugeschlagen? Hallo, ist hier jemand drinne? Hey, Hilfe! Ich bin's, dein Zwillingsbruder Ricky. Du musst mich hier rausholen. Haha, ich hab dich gefangen. Du bleibst schön da unten. Hey, hol mich bitte hier raus, Ricky. Ich bin's doch. Dein Zwillingsbruder Ricky. Ja. Ich weiß, dass du's bist, Ricky. Aber ich kenne auch dein dunkles Geheimnis. Ich weiß, dass du böse bist. Deswegen bleibst du da unten. Du bist es gewesen, der Babykleine entführt hat. Ricky, du musst mir verzeihen. Ich habe Babykleine nur entführt, weil ich mit dir spielen wollte. Bitte, du musst mir verzeihen. Ha, niemals. Du bleibst schön dort unten. Okay, Leute. Ich muss jetzt schnell hoch zu Babykleine und Miraculous Ladybug. Schnell. Ich muss ihnen das sagen, dass ich ihn gefangen habe. Babykleine, ich habe ihn gefangen. Ich habe Ricky gefangen. Wo bist du? Babykleine, ich habe deinen Entführer gefangen. Ricky, gut gemacht. Dieser Fiesling hat mich einfach gefangen. Kann ich mich an ihm rächen? Na klar kannst du dich an ihm rächen. Komm mit, ich bringe dich zu ihm. So, komm mit, wir gehen da runter und wir müssen in den Garten zusammen. Im Garten ist er. So, komm mit. Du kannst meinetwegen alles machen, was du willst mit ihm. Ups, wo bist du? Oh, warte, bleib hier stehen. Du musst mitkommen, Babykleine. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So. Zack. Komm mit. Er müsste hier vorne sein. Komm mit. Ich hab ihn. Und haben wir dich. Ricky. Ricky? Ricky, was hast du getan? Wo sind wir hier? Hilfe, ich hab Klaustrophobie, ich hab Angst. Ricky! Wo bist du? Ich dachte, du bist hier in der Höhle drin, hier in der Grube. Ich hab dich doch gefangen. Haha, ich bin oben. Ich hab dich reingelegt, Ricky. Ich bin gar nicht unten gefangen gewesen. Wo steckst du? Komm sofort raus, Ricky. Hey, nein. Ricky hat uns eine Falle gestellt. Wir sind jetzt selber in die Grube gefallen. Nein. Wer anderen eine Grube fällt? Der gräbt, der fällt selber hinein. Oh nein, ich bin auf diesen alten dummen Spruch reingefallen. Aber hey Freunde, abonniert unbedingt den Kanal hier. Drückt doch rechts oben auf die Glocke, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Denn morgen geht es spannend weiter. Kommen wir aus der Grube raus? Werden wir Ricky noch aufhalten? Oder wird das niemals klappen? Bis zum nächsten Video. Tschüss.